Der Islam selbst ist vor allem im Moment darauf ausgerichtet, jene Regime auszuschalten, die sie als unislamisch betrachten. Und ich muss ehrlich sagen, Saudi-Arabien zum Beispiel mit seinem Verbot, dass Christen oder Juden dort Gottesdienste abhalten oder ihre Religion betätigen, entspricht nicht der koranischen Lehre. Nicht? Es gibt also da Abweichungen, die im Übrigen, nicht wahr, was nun den Heiligen Krieg betrifft, das Wort Dschihad ist im Koran kaum zu finden, aber das Wort Qital, das heißt der Kampf, Qatala, das heißt töten, das ist auf jeder vierten Zeile zu finden. Es ist eine kämpferische Religion, das ist eben der Unterschied zwischen Mohammed und Jesus. Mohammed war ja nicht nur Künder der Offenbarung, sondern er war Staatschef, er war Staatsgründer und Gesetzgeber, und er war Feldherr gewesen. Mhm. Und jeder soll dem Beispiel des Propheten nacheifern.